Wir schreiben das Jahr 2030. Die Kinder sind an der Macht. Bald steht die Kanzlerwahl an und die große Frage ist, wer wird neuer Bundeskanzler in Deutschland? Der Vertreter der Junior Green, David Tietkock. Oder Caminus Kurne, der Kandidat der BHD, bessere Hälfte Deutschlands. Diese Partei, sie geben den Kindern mehr Süßigkeiten, sie setzen sich kein bisschen für den Klima. Die Partei ist voll klimafreundlich. Der Anführer erst, der sieht doch total hässlich aus. Es kommt nie drauf an, wie jemand aussieht, sondern auf den Charakter. Und das stimmt überhaupt nicht. Die sind voll klimafreundlich. Ja, was tun Prognosen und Quoten zur Wahl des Kinderkanzlers gehen von einem knappen Ergebnis aus. Also es bleibt spannend, wird das Gute gegen das Böse gewinnen? In der Schlussphase des Wahlkampfes geben die Kampagnenteams der Kandidaten noch einmal alles. Mein Wahlkampfmanager Pete Jose. Hallo. Mein Freund und Stellvertreter Matt Winzek. Hallöchen. Und mein Bodyguard Rose Mose. Ich möchte euch heute mein Wahlkampfteam vorstellen. Also als erstes haben wir hier Uwe Werner, hallo, mein Wahlkampfassistent. Und als zweites mein Bodyguard Stronzo. Es gibt viel zu viele Ungerechtigkeiten. Ein Obdachloser, der ein bisschen verwahrlost aussieht, geht durch eine reiche Straße und wird gesagt, du darfst hier nicht rein, verschwinde und sowas. Ich finde, die reichen Leute sollten ihren Freiraum haben in ihren Straßen. Wir bieten allen Obdachlosen ein warmes, sicheres Zuhause in einem sehr schönen, warmen Land an. Afrika. Statt einer Zuckersteuer wollen wir, dass es geregelte, kostenlose Süßigkeitenausgaben gibt. Dafür werden aber die Schulen ausgebaut. Jeder Mensch hat doch das Bedürfnis, alles zu essen. Jeder Mensch darf das essen, was er möchte und so viel essen, wie er möchte. Zucker ist Freiheit. Ich fordere strengere Waffengesetze. Und dass die Waffenpolizei härter durchgreift wegen Amoklaufen. Wir wollen, dass man Waffen auch ohne Waffenschein jetzt in öffentlichen Läden kaufen kann, wie in den USA. Ich setze mich dafür ein, dass die Inlandsflüge abgeschafft werden. Die Welt ist doch eh schon so verschmutzt. Warum ziehen wir nicht auf einen anderen Planeten wie den Mars? Der Wahlkampf wird auch medial eng verfolgt. Hier ist die 10 Uhr Kindertagesschau. Heute findet eine Debatte zwischen der Junior Green und der besseren Hälfte Deutschlands statt. Es wird also nochmal spannend. Ich schalte gleich live zur Debatte hierüber. Meine Damen und Herren, wir sind heute zusammengekommen zu einer Debatte mit der BHD. Ich finde die Einstellung, wie die BHD mit Obdachlosen umgehen soll, sehr asozial. Ich finde sie sehr doof. Warum können die nicht einfach lieb sein? Die sind doch sowieso alle nur reiche Säcke, die sich nur um sich selber kümmern. Für alle soll Gleichberechtigung herrschen, egal ob Multimilliardär oder Obdachloser, der noch nicht mal einen Cent besitzt. Für alle soll Gleichberechtigung herrschen. Ey, was soll das denn? Du sagst das schon, ist eine Schande! Da muss man sich auf etwas ändern. Ja, das wollen wir doch, dass es sich etwas ändert. Ja, und zwar... Aber nicht wenn so! Wir nicht nach doch, Geld nein, so! Nicht. Nein! Ich finde das komplett inakzeptabel, was Sie hier für eine Einstellung haben. Ich finde Ihre Einstellung gegenüber den Obdachlosen einfach nur also. Ja, Sie wollen die doch alle nach Afrika schicken und den Löwen zum Fraß verwerfen. Hier auf den Straßen verhungern die Obdachlose. In Afrika haben sie immerhin ein sicheres, überdachtes Zuhause, wo keine Löwen reinkommen. Verschiedene Reporter-Teams aus öffentlichen Fernsehen sowie privaten Sendern sind ganz nah dran und fangen noch ein paar Stimmen zum Wahlprogramm der Kandidaten ein. Wie fanden Sie das, was David Tietkock hier gesagt hat? Naja, ich fand es gut, was er über die Gleichberechtigung gesagt hat. Sehr gut, vor allem wegen der Gleichberechtigung. Wie fanden Sie es, was David Tietkock zum Thema Bildung gesagt hat? Also ich finde es gut, dass die Schulen halt verschönert werden und weil ziemlich viele Sachen sind ja auch auf den Schulhöfen kaputt. Diese sollte abtreten und sich zum Teufel danke. Ich bin von RTL Kids und wir wollen jetzt ein paar Meinungen von Obdachlosen einfangen. Hallo? Hallo. Was wollt ihr von mir? Wie finden Sie die Idee von der BHD, die Obdachlosen nach Afrika zu schicken? Finde ich nicht gut, mein Akku ist alle hier. Wir sind schon alle.
Caminos Corner und sein Wahlkampfteam wollen Gerüchten zufolge das Ergebnis nicht dem Zufall überlassen. Sein Team soll angeblich nachrufen, ihm mit lauteren Mitteln die Kanzlerschaft zu sichern. In Zeit danach gab es Geheimtreffen in einem Park, um verschiedene Pläne zu debattieren. Wie wär's, wenn wir Hitchcock einfach erschießen? Ich würde das in diesem Fall übernehmen, kapiert? Sie könnten ein Attentat durchführen. Ich finde dieses neue Waffengesetz absolut scheiße. Ich finde eher, die Waffengesetze müssen verdollert werden. Ich hatte gerade einen Anruf von der Studioleitung. Es ist niemand verletzt worden. Der Bodyguard von dem Kanzlerkandidaten der Junior Green, David Hitchcock, konnte ihn retten. Er ist nicht verletzt worden. Sie könnten Warnhelfer überfallen und die Urnen mit den Ergebnissen stehlen. Oder sie könnten die Urnen mit gefälschten Wahlzetteln für Caminos Corner vertauschen. Am Tag der Wahl. Alle Kinder wählen in ihren jeweiligen Schulen. Um 18 Uhr werden die Wahllokale geschlossen und die Wahlzettel ausgezählt. Dann steht das Ergebnis fest. Ich verkünde nun das Wahlergebnis. Das Wahlergebnis ist knapp. Allerdings ist knapp gewonnen auch gewonnen. Gewonnen hat nämlich die BHD. Wahlbetrug. Gewonnen hat nämlich nicht die BHD, sondern die Junior Queen. Ja! David Hitchcock, was möchten Sie denn als neuer Kanzler als erstes machen? Ich werde als erstes für viel mehr Gleichberechtigung in diesem Land sorgen. Cornelius Körner, wie fühlt es sich für Sie an, eines Wahlbetrugs verdächtig zu werden? Ich hab damit nichts zu tun. Warum wird mir sowas Schlimmes vorgeworfen? Ich würde sowas niemals machen. Die Wahl war eindeutig. Ich hab sowas nie gemacht.